Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Wir schauen uns die Teams an. In unserem Team eine Fiora, einen Darius, einen Wukong, mich als Jungler Ramos und Teemo. Im Enemy Team ein Tryndamere, ein Warwick, nicht connected, ein Xin Zhao und ein Teemo. Und Leute, schaut mal. Ich hoffe, man hört's, aber wartet kurz. So, jetzt müsste man es auf jeden Fall hören. Ich hoffe, dass man mich jetzt noch versteht. Ja, Olaf als Changner. Auch nicht schlecht. Ja, wir haben immer noch Sonntag. Der Batman-Part rendert gerade. Und ich habe gerade mir gedacht, nehmen wir mal auf, für dass ich Freitag nach Hamburg, also in 5 Tagen jetzt, heimkommen kann, Aufnahme reinklatschen kann und hochladen kann und dann pennen gehen kann, weil wir kommen relativ spät heim. Ja, so eine Arbeit mache ich mir für euch. Die Beats sind von Jamaican Beats und 5XL. Ich hoffe, es passt jetzt alles so, das werde ich ein bisschen noch ausprobieren. Das Gute dran ist, ich kann muss nicht jeden Fahrt hochladen. So. So, ich frage jetzt erstmal, wir bekommen eine Solo Top Lane. Gegenfrage, wieso geht der da? Wieso bekommen wir jetzt eine doppelte Top Lane, dafür eine Solo Bot Lane? Bekomme ich. Ja, ich bekomme mal wieder so richtig kluge in mein Team. Ein Jungler, der offenbar keinen Pull bekommt. Oh, Teemo will. Setz. Das finde ich. Ja. Das heißt, ich darf hier jetzt schon mal erstmal meinen ersten Trank reinklatschen. Ne? Ja. Scheint ja schon mal ein witziges Game zu werden, würde ich sagen. Ich hoffe, dass er wenigstens beim Blue pullt. Ja. Ja. Boah. Komm mal wieder. Ich habe jetzt schon wieder nur 2 Tränke. Wir klatschen jetzt als nächstes. Ja, mich kennt ihr ja schon als Teemo. Ja, als Teemo. Teemo soll ich eigentlich nicht. Taugt mir nicht. So, Olaf geht ja jungeln. Warwick hoch und drin und Xin runter. So, jetzt müssen wir nur schauen. Ah, scheiße, bis auf den Großen eigentlich alle erwischt. So, jetzt bekommen wir erstmal mehr AD. So. So, obwohl ich könnte jetzt eigentlich sogar fast schon ganken. Komm.
Gehen wir mal ganken unten. Beim lieben Herrn Timo. Wenn er mal wieder auf die Idee kommt, ein bisschen weit. Sehr schön. Was macht Timo da? Er kämpft gegen seinen eigenen Counter Low Life. So, ich hoffe, euch gefällt die Musik. Kommen wir nicht mehr. Egal. Wenigstens ist jetzt mal der Timo weg und wir haben First Blood bekommen, beziehungsweise der Timo. Ich habe Assist bekommen. Was mir sehr taugt. Ich bin eigentlich bis auf den Xau der Beste, wenn es um Farm geht. Ja, scheiße, ich hätte einen Torn gehabt. Egal. Das mit der Musik war eigentlich gerade auch eine komplett spontane Idee. Sehr schön, 4-0 noch, 2-0 haben wir dadurch. Ich fresse im 3-0, geil. Verzeiht mir eigentlich im Moment gerade noch, nehmt so ein bisschen was essen. Ich habe gerade echt Hunger. So, klatschen wir mal wieder. Ja, da habe ich auch schon einen Punkt verlegt. Ja, meine Skill-Reihenfolge beläuft sich wie normalerweise auch. Eben auf. Es wird ja. Ich glaube, diesmal wird's funny mit dem. Boah. Mach. So, dann werden wir auch mal den Warwick ganken kommen. Hat der Timo schon Schuhe? Ah, der hat sogar schon 2er Schuhe. Nein, dem kommen wir nicht mehr. So, jetzt ist auch unser Darius wieder top. Ich renne hier eigentlich nur von Lane zu Lane. Ich werde mir jetzt aber zuerst mal ein Red holen. Nein. Ah. Scheiße. So, kaufen wir uns mal jetzt das und es reicht sogar noch für Schuhe, fucking yeah. Ich habe so irgendwie das Gefühl, es ist gerade viel zu laut. Klicken wir einfach mal weiter. Wir haben 3-1, ich wurde gerade recht böse gegankt, als ich die Midlane vom Timo gehalten habe. So, ich hole mir jetzt auch ein Red. So. Ja, Timos Eigenschaften kennt ihr ja schon. Und ich werde. So. Gehen wir einfach mal hoch. Um hier irgendwie überall zu helfen.
Gut. So, der Timo. Nein, ich klatsch mir erstmal ein Ding rein. So. So. So, wir sind jetzt auf Level 6, haben die Ulti parat. Ihr seht schon, Timo ist ein ziemlich guter Jungler und auch ein brutalst guter Ganker. Komm. Lass mal einfach mal mit runter, auch wenn, sobald ich da unten bin, sich schon alles geklärt hat. Und ja, Leute, ich zock auf den farbenblinden Modus, glaube ich. Nee, ist nicht. Ich gehe jetzt nicht drauf. So, haben wir uns schon mal hier drum gekümmert. Wieso ist eigentlich keiner top dafür 3 Bot? Das check ich irgendwie nicht so ganz. Was haben wir denn alles? Kann hochschleudern, kann... Ja. Worauf schließt das? Habe ich jetzt... Ah, lol. Sehr schön. 9-2, ich muss sagen, ist ein gutes Game gerade. 0-1 Darius, es gab schon bessere. Vor allem, obwohl Darius haben sie jetzt glaube ich sogar echt genervt. Wie viele Sekunden cooler habe ich eigentlich? Achso. Nicht mal eine Minute, das heißt einen verfickt kurzen Cooldown. Das ist sehr gut. Wusste ich eigentlich noch gar nicht, ich dachte. So. Lass uns mal ein bisschen näher kommen. Sobald einer von denen ein bisschen näher zu mir kommt, wird. So, lass mir die zwei noch kurz. Sehr schön. So. Sehr schön. Ha, Bitch, please. Good job. Von uns ist eigentlich keiner gestorben. Dafür haben wir alles niedergemetzelt. Hahaha. Nice one. Ach, ich liebe Rammus als Tank. So, wir kaufen uns jetzt erstmal die Mercury Treats. Und ich glaube dann mal so dafür, dass wir ein, zwei... Wir haben eigentlich praktisch nur Adela. Darum auch auf eins meiner absoluten Lieblings-Items, wenn es ums Tank sein geht, nämlich nämlich Dornpanzer. Ja, ich weiß, ich jungle teils noch in Phasen, wo man echt reinrennen sollte und mithelfen. Und genau das ist das Gemeine an mir. Dass ich dann einfach mal so unerwartet aus dem Hinterhalt kommen kann. Nein, ich krieg den noch. Du kommst nicht weg, Timo. Ja, komm! Glaubt ihr, ich renne da so just for Troll rein? So.
What the fuck? Und ich habe zu wenig Mana für meinen Weglaufskill. So. Ich hol mir jetzt erstmal ein Blue und ein Red wieder. So, kümmere ich mich halt mal wieder um. Sehr schön. Oh. Ich habe ja noch Smart. So, 15 Minuten ist ein gutes Game mit 14-6. 6-2-0, 2-2-0, 3-2 und 3-0. Ja, ich weiß, ich klicke wie so ein Irrer. So. Gehe ich mal kurz mit. Vergiss es. So. Ich werde hier mal kurz noch aufräumen. Boah, jetzt darf ich auch noch top. So. Wo ist der hin? What the fuck? Okay, gerade gegankt. War ein Fehler, ich weiß. So, auf was gehen wir denn eigentlich als nächstes? Defense. Wie schaut's gerade aus? Der Timo 34250224. Okay, also noch mehr auf. Wo ist Ja, ich glaube, ich klatsche mir echt eine Wurglas rein. Als nächstes dann. Wieder ein Sunfire. Ich glaube, dann noch ein Benji's Veil. Allein schon. Also, ich habe schon mal standardmäßig ohne. Über 250 Art Rüstung. So, wir gelten jetzt auch noch mal top. Ja. What the fuck, die sind zu viert. So.
546, gab schon was. Gut, ist für mich. 547. Wenn ich noch mehr AD habe. So. Ich hoffe, euch gefällt alles so mit der Mucke. Gameplay ist mal wieder relativ okay, muss ich sogar sagen, als Tank 5-4. Obwohl ich bin als Tank. Ich mag Tanks, ganz ehrlich. Ramos, Malphite. Ich habe das Gefühl, die wollen uns irgendwo hinlocken. Warum werde ich jetzt auch mal hier bleiben? Und nein, Leute, das ist nicht die Mucke, die ich sonst beim LOL-Zocken höre. Scheiße. Ja, ne. Ist irgendwie nicht. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum verpeile ich eigentlich alles? Ah, fail, der hätte nicht sein müssen, ey. Naja, aber Ramos ist ein extrem böser Tank. Genauso wie Galio. Kann ich da. Vital. Nein. Ja, ich darf jetzt erstmal top. Ah. Top ist mal wieder geklärt. Jetzt kommt Bot mit dran. Mit 21 Minuten schon in Teamfight-Phase. Ja, farmtechnisch bis auf den Warwick. Der ist aber gut. Ja. Nee. Olaf. Ja, Olaf ist farmtechnisch der bessere Champ. Aber das ist mir jetzt herzlich egal. So, die Frage, wo sind die alle jetzt? Okay, Xin ist oben. Dann holen wir uns doch mal. Ja. Ein Disconnect. Wartet kurz. Leute, da bin ich wieder. Sorry für den kleinen Disconnect. Ich hoffe, es ist nichts allzu Extremes passiert. So. Wartet kurz. Ich hasse diese Games, wo sowas vorkommt. Nein. Ich glaube, ich gehe noch nicht auf den Sunfire, sondern erstmal auf den Guardian.
So. So, Timo? Darius kommt nicht mehr von. Wenn ihr spackt. Double Kill Enemy. Ja, ich reconnecte und es passiert sowas. Alter, wie viel Damage macht der? Scheiße. So. Okay, ich brauche danach auf jeden Fall noch ein bisschen Magieresistenz auch. So, ich hoffe, ich habe gerade eben meinen, ja, habe ich den Defense Ball. Ja, da ist ein M. Warwick. Nein. Jetzt auch meine Standardantwort, aber hey. Ja. Ich hole mir jetzt erstmal nochmal ein Blue. Ah, ich dachte jetzt, heute ist so dermaßen rum, dass er mir jetzt ein Blue stehen will, aber gar nicht. Egal, ich werde trotzdem smiten. Ach, eine gute KD, ganz ehrlich, als Tank dafür, dass wohl Ramos als Tank jemand ist, der verdammt bösen Damage rutzt. Oh fuck, irgendwo erkenne ich den. Naja. Ja. Oh Scheiße. Ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr lebend raus. Scheiße. Dachte ich mir. So, jetzt haben wir erstmal einen Guardian. Guardian Angel. So. So, jetzt holen wir uns erstmal den. So, wir holen uns. Wenn er hier nicht mehr ist, wird er oben sein.
So. Jetzt schauen wir noch mal hoch. Ja, nächste Seite wird eine Warmox. Nichts wirklich Spektakuläres. Der ist jetzt auch 0,9 mehr Attack Speed als ich und 40 mehr AD. So. So, holen wir uns mal die. Ich glaube, ich klatsche jetzt echt ein bisschen auf mehr live. So. Was anders? Verdammt schnell. Okay, den kriegen wir nicht mehr. Haha. Schade. Naja, ich habe immer noch eine normale KD. 7-7, 17-6, gut gefeedert. 3-9 Darius, genervt. Oder scheiße, okay, auch scheiße Items. 5-1 und 5-2. Drin eine geile KD, ey. So, Maus. Boah, wenn jetzt noch irgendeiner pinkt. Ja, sorry nochmal für diesen ganzen Fail in diesem Pro-Part hier. Boah, ich hasse es, wenn ich ins Team irgendwelche, was weiß ich, was für bekomme. Franzosen, Japaner. Die haben gewordet. So. Fängt mal nochmal einen kleinen Schluck. So. Ja, mit der Warmung drücke ich auf jeden Fall geiler, weil da habe ich noch mehr Lives. Ich bin auch ein verdammt bösen Attack Speed. Ich dachte gerade, der will jetzt einen Baron machen. Nein! Ich dachte echt, dass wir Baron machen. Komm. Da, geh mal kurz runter. Kack, die Wand an.
So, 34 Minuten schon noch. Boah, ich bin dran. Boah. Das Problem ist, die sind die ganze Zeit nur am Pushen. So, ich komme mir jetzt erstmal da in der Mitte. Scheiße. Schade, dass mein Ding noch nicht ready war. So. Okay. Buddy push, buddy push, buddy push, buddy push, einen push. Gut, also von den Türmen schaut es eigentlich ähnlich aus wie bei uns. Unsere KDs. 20, 27, 34, 34, 39 zu 15, 25, 18. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Zu 9, 19, 28. Serious? Seriously? Na, schade. So, warum kann ich mir das sogar kaufen? Tue ich aber nicht. Warum? Weil ich jetzt hier diesen Tower pushe. So, ich gehe jetzt erstmal back, weil mit dem Live. Was auf Frozen Mallet, Sunfire, Wireless und Warmox. Ganz ehrlich, der ist eigentlich wie ein BF-Sword für Adela. Also sowohl Off-Tank als auch Carries als auch. Serious? 17 zu 13, oh, was? Okay. Ich dachte. Aber ganz echt, anstatt dass wir uns einmal aufs Pushen konzentrieren, eigentlich immer nur aufs Steffen. So.
Was hat der? Okay, dann könnten wir jetzt auch mal machen. Ich glaube, ich komme wieder mal Dragon. Ja, ja, Dragon und Baron, Schlüsselpunkte fürs Team. Ja, ja, war. Mir fällt, also ganz ehrlich, wenn ich ehrlich sein soll, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich sein soll, mir fällt gerade echt nicht mehr zum Labern ein. So, entweder uns Speed kommt bald eine Gelegenheit. So. Triple Kill. Twitch Please, jetzt wird erstmal gepusht. Dann sollen sie halt wie. Ich denke für die schon Tower? So. Damit kommt das GG von uns. Wir haben diese Runde mal wieder gewonnen. Ich hatte ein recht relativ gutes Game mit Ramos. Damit sage ich bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Mein Name ist Mr. Ray, ist Black Metal LP und ich verabschiede euch mit einem freundlichen Jalo. Ciao, Leute.